Schönen guten Tag, Anton Brandt, mein Name. Ich spreche mit dem Herrn Fall. Ja. Hervorragend. Ich habe hier einen Antrag vorliegen für ein Interesse an einem passiven Einkommen. Ist das noch aktiv? Worum geht's denn genau? Bei uns, bei der Firma Grandchain, geht es um Global Marketing, sprich Online-Werbung. Haben Sie damit schon mal Erfahrung gesammelt? Online-Werbung? Habe ich noch nie gehört. Damit kann man Geld verdienen. Wussten Sie das nicht? Also, man stellt Plattformen für Werbung zur Verfügung und verdient damit dann Geld, oder wie? Nein, also das Ganze basiert auf einer Affiliate-Technologie und das läuft wie folgt. Wir als Firma haben Werbeverträge mit großen Companies wie Netflix, Amazon etc. Also das ist wirklich alles dabei. Nike, Adidas, Essen, einfach alles. Und Sie können die vorgefertigten Kampagnen, diese so gesagt mit unterstützen, ja? Stellen so gesagt Budget für Links her und die werden bei 1000 verschiedenen Leuten angezeigt oder auch mehr, je nachdem wie viel Budget man investiert. Und Sie kriegen pro Klick Geld. Sprich, sagen wir mal, Sie investieren 250 Euro in eine Kampagne. Ja? Von diesen 250 Euro wird automatisiert immer wieder 1000 Links gekauft. Die 1000 Links kosten Sie, weiß ich nicht, 6,50 Euro. Ja? Sie kriegen aber pro Klick 85 Cent. Das bedeutet, ja, wenn nur 10 Leute von 1000 darauf drücken, machen Sie 8,50 Euro. Das bedeutet, Ihre Ausgaben für die 1000 Links sind gedeckt und Ihr Profit steigt. Umso mehr Leute darauf klicken, umso höher ist der Profit. Na, ganz klar, wenn Sie jetzt zur Osterzeit Osterwerbung schalten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute darauf klicken? Natürlich höher, als wenn Sie jetzt zur Osterzeit für Winterkleidung Werbung schalten würden. Wissen Sie, was ich meine? Nicht so richtig, weil wenn dann keiner draufklickt, dann habe ich ja quasi Geld ausgegeben. Das klingt ja mehr so wie so eine Art Wetteinsatz. Das ist verkehrt, denn, wie gesagt, wir sind ein großes Unternehmen. Wir machen das Ganze jetzt schon seit 10 Jahren, B2B, vielleicht sagt Ihnen das was, Business to Business. Sprich, wir haben mit Nike, Netflix und Co. schon längere Zeit Verträge. Die haben uns Geld gegeben, damit wir für diese Leute Werbung schalten, um dessen Umsatz zu generieren, um dessen Kunden auf die Webseite zu bringen. Und wir können Ihnen anhand von einer Statistik sagen, wie viele Leute mindestens von 1000 dort drauf drücken. Sprich, wir können Ihnen eine Clickrate-Prozentangabe geben. Ja, und wozu brauchen Sie mich dann, wenn Sie das selber wissen? Wie, wofür brauchen wir Sie? Wir brauchen Sie nicht. Wir möchten lediglich normalen Leuten die Möglichkeit geben, in dieses Business mit einzusteigen, weil es hat funktioniert in der Vergangenheit. So, und wieso sollte das jetzt nicht auch bei normalen Leuten funktionieren? So können wir auch unser Potenzial noch ausweiten, na, und das Ganze vergrößern. Aber das verstehe ich nicht so richtig. Sie wissen selber aufgrund Ihrer Statistiken, wann, wer, wie viel da drauf klicken. Wozu brauchen Sie mich denn dann? Also dann wären Sie doch blöd, wenn Sie das Potenzial an Privatleute abgeben. Wieso das Potenzial abgeben? Ich meine, schauen Sie, wir als Firma sind so oder so investiert. Wir machen damit unser Geld. Ja? Wir können alle gemeinsam noch mehr Geld verdienen, ja? Wenn wir das Ganze natürlich noch mehr pushen, wenn wir noch mehr Werbung verteilen, wenn wir noch mehr Leute erreichen können. Wir brauchen natürlich jetzt keine Reichweite von Ihnen. Ja? Die Reichweite, die haben wir selber. Aber nichtsdestotrotz, umso mehr Budget in einer Kampagne steckt, umso mehr kann die gefördert werden. Ist doch ganz klar. Und ich meine, wenn Facebook und Co. ja, 50 bis 60 Milliarden Euro im Jahr mit Online-Marketing einspielen kann, wieso können wir das dann nicht auch? Wissen Sie, was ich meine? Nicht so richtig, nee. Nee, also ich werde da nicht so richtig schlau draus, ehrlich gesagt. Also was wäre denn dann meine Aufgabe? Ihre Aufgabe? Ja, Sie können sich aussuchen, was Sie unterstützen möchten. Oder Sie hören, sag ich mal, auf uns. Wir geben Ihnen die Tipps, welche Werbung aktuell, sag ich mal, am besten ankommt. Im Endeffekt geht es darum, einfach nur sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber die Bank spricht einfach keine Prozente mehr raus. Ja, hier kann man im Schnitt zwischen 8 und 12% im Monat machen, manchmal sogar bis zu 30%. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Monat
eine Batman-Kampagne. Ah, den neuen Batman-Film haben Sie ja mitbekommen, der ist jetzt rausgekommen. Ah, da, die Kampagne lief zum Beispiel hervorragend, weil die ganzen Leute Informationen darüber haben wollten und darauf gedrückt haben. Ah, da konnte man sich eine schöne goldene Nase mit verdienen. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter, aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, sein Geld anzulegen und ein bisschen zu vermehren. Ohne großen Aufwand. Ah ja. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum Sie nicht einfach zu einer Bank gehen und sich dort Geld leihen und selber sehr viel Geld verdienen, wozu Sie mich jetzt brauchen. Das ist mir immer noch nicht ganz klar geworden. Klingt für mich nicht nach einem schlüssigen Geschäftsmodell. Wie, wofür wir Sie brauchen? Schauen Sie, Sie haben sich in der Vergangenheit bei einem unserer Werbepartner irgendwo für eine Investition interessiert. Und ich rufe Sie an, weil ich Ihnen eine Investitionsmöglichkeit vorgestellt habe im Bereich Online-Marketing, ja, welche risikoarm ist, ja, und zeitunintensiv. Ich weiß ja nicht, inwiefern Sie schon Erfahrung mit Investitionen gemacht haben. Es geht hier lediglich darum, eine Investition zu tätigen. Wir brauchen Sie nicht, um Gottes Willen. Ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir geben Ihnen lediglich die Möglichkeit. Was mich jetzt aber noch interessiert, woher haben Sie denn überhaupt meine Daten? Habe ich doch gerade eben gesagt. Sie haben sich bei einem unserer Werbepartner eingetragen. Ja, das ist ja keine konkrete Information. Sie müssen ja schon sagen, bei wem, wann und wann Sie sich das Opt-in eingeholt haben, mich anrufen zu dürfen. Also hier steht, Sie wurden von uns zuerst mal am 21.12. um 21.12.2021 am Abend um 18 Uhr angerufen. Da wurden die ersten Informationen geholt. Da wurde mit Ihnen gesprochen, dass Sie das Ganze im Internet gelesen haben, sich ein bisschen mehr informieren möchten. So, ich weiß nicht, mit wem Sie bisher jetzt gesprochen haben. Mit gar keinem. Ich rufe Sie jetzt an. Mit gar keinem. Sonst wäre ich ja nicht so verwundert jetzt. Also ich kann Ihnen nur das sagen, was ich hier sehe. Ja, wie gesagt, bei mir liegt ein Antrag für ein potenzielles passives Einkommen vorliegen. Ein Antrag sogar? Dann lesen Sie mal vor den Antrag. Antrag. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie haben sich dafür interessiert, deswegen rufe ich Sie ja an. Sie haben doch gesagt, es liegt Ihnen ein Antrag vor. Ja. Ja, lesen Sie mal vor den Antrag. Was wollen Sie da jetzt von mir hören? Ob das jetzt den Antrag vorlesen. Antrag ist oder nicht. Ich habe eine Anweisung, Sie anzurufen, weil Sie sich dafür interessiert haben, ob der Antrag jetzt ausgiebig von ihm geschrieben worden ist oder ob Sie sich lediglich bei unserem Werbepartner mit Ihrer Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihrem Namen dort eingetragen haben, ist doch irrelevant, wie der Antrag aussieht. Sie haben sich dafür interessiert, ich rufe Sie an. So, Sie wissen jetzt nicht, worum es hier geht. Ich versuche Ihnen das Ganze zu erklären und Sie kommen nicht aufeinander so. Also jetzt noch einmal die Frage, wann haben Sie sich denn das Opt-in eingeholt, mich anrufen zu dürfen? Sie haben in dem Moment, wo Sie sich bei unserem Werbepartner eingetragen haben, damit die Bestätigung gegeben. Sie haben die AGBs akzeptiert. Das ist ja kein Opt-in für einen Telefonanruf. Okay, da akzeptiert man ja erst einmal nur AGB. Ja, naja, wissen Sie, was in den AGB drin gestanden hat, wenn Sie sich da so sicher sind? Wie gesagt, ich weiß ja von überhaupt nichts. Also muss ich auch nicht wissen, was in irgendwelchen AGB drin steht. Sie sind dazu verpflichtet, gesetzlich mir jetzt mitzuteilen, an welcher Stelle Sie sich das Opt-in eingeholt haben. Wie bitte? Das ist ja für mich irrelevant, was in irgendwelchen AGB drin steht. Relevant ist, ich frage Sie jetzt, und Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Auskunft zu erteilen, an welcher Stelle Sie sich das Opt-in... Ich habe keine Lust, mich jetzt hier mit Ihnen zu streiten die ganze Zeit. Nee, wir streiten ja nicht, ich frage Sie ja nur. Werbepartner eingetragen. Ich rufe Sie jetzt an, für eine Investitionsmöglichkeit, weil Sie sich dafür interessiert haben. Genau, ja. So, interessieren Sie sich jetzt dafür oder nicht? Ja, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mich dafür interessiere, wenn Sie mir noch nicht mal sagen, an welcher Stelle Sie sich das Opt-in eingeholt haben. Da muss ich ja fast schon was Dubioses dahinter vermuten, wenn Sie da keine Auskunft erteilen können. Ich
habe Ihnen doch gesagt, dass Sie sich bei dem Werbepartner dafür Das ist kein beworben Opt-in, habe haben, ich wenn Ihnen Sie auch Ihre Daten erklärt. hinterlassen. Wenn Sie Ihre Daten dort hinterlassen, mit Ihrer Telefonnummer, was glauben Sie, dass Sie sie nicht anrufen? Sie haben sich doch dafür interessiert. Sollen wir Ihnen jetzt erstmal per Post oder per E-Mail irgendwelche Informationen zu schicken und nach Erlaubnis, dass wir Sie anrufen dürfen? Das haben wir in dem Moment, wo Sie die AGBs bestätigt haben, AGB. zugestimmt. Fertig. Ach so, ja. Dann ist ja die Sache klar. Dann sind Sie unseriös und hat sich's an der Stelle erledigt. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Aber es ist eine neue Betrugsmasche, ne? Habe ich so in der Form noch nie gehört.